Ja, hallo Leute, die neue Brandless ist da. Wie startet man am besten mit der neuen Brandless? Natürlich mit einem Deckprofil. Und heute mit einem Deckprofil von einem Fairy Deck. Also, ich fange mal an. Also, die beste Karte in dem Deck einfach Christia. Sie entscheidet alleine Games. Wenn du vier Feen hast, kannst du ein Spezialbeschwören, eine 4 auf die Hand holen. Und wenn er zerstört wird oder irgendwie auf dem Friedhof, kommt sie wieder auf Deck. Also, die Karte ist. Wurde ja. Komm, ist ja ein Super Rare draußen. Also, nicht mehr in Secret. Dann eine der wichtigsten Karten auch. Dreimal die Erde, die sucht dreimal die Venus. Venus sucht halt dreimal den Shamball. Und das Deck ist halt ziemlich unfair, weil man einfach, man spielt die Venus. Angenommen, du hast jetzt First Turn die Venus, spielst die Venus aus, holst du zwei Shamball. Oder halt auch drei, wie man es halt mag. Und dann kommt halt der Gachi Gachi. Und das ist halt wirklich sehr unfair, weil. Du hast einfach ein Monster mit 2-2 Defense, was dreimal zerstört werden muss, und eine Venus, die halt 2000 Angriff hat. Ist halt ziemlich unfair und ja, also das Deck ist eigentlich ziemlich gut. Mit dieser Gachi Gachi Karte ist halt noch viel besser geworden. Ja, was spielt das Deck noch? 3 Orange Herald, dafür spielen wir halt kein Wähler. Orange Herald ist einfach zu gut, weil. Es ist viel besser als ein Wähler, sag ich mal. Wähler musst du das Monster noch wegbekommen. Herold macht es einfach ganz weg. Also ziemlich gut. Dann dreimal die Bosskarte, Hyperion. Ja, kann man nicht viel dazu sagen. Ist einfach, entfernst du halt eine Sandbotin und kannst ihn spezial beschwören. Eine Fee entfernen, eine Katze zerstören. Kannst du super den Griff regulieren für Christia, falls du mal mehr hast. Also. Und hat 2,8, also 2,7, also ziemlich stark. Die Dark Monster, weil wir spielen auch BLS. 2 Birdman, damit man halt leichtere Schuler machen kann, Stardust. Und halt, wenn man die Venus hat, dass man gleich Synchro machen kann. Dass man nicht, dann gibt man einfach ein Mystic Shamball auf die Hand. Zahlt man halt dreimal, bekommt 3 Shamballs. Nimmt ein Shamball auf die Hand, spielt den, zahlt nochmal 500, bekommt Shamball. Hat 2000 gezahlt, hat 3 Shamball, Venus und Birdman. Und dann kann man halt Trishula, Stardust, Lindwurm, alles, also Lindwurm nicht, aber fast alle Synchros machen. Dann noch 2 Reaper. Wir spielen Darks, weil wir auch BLS spielen. Auf den kann man, finde ich, nicht verzichten, also der ist zu gut dabei. Ich finde es eigentlich schade, dass er wieder zurück ist, weil es ist eine Top-Deck-Karte, aber wirklich Top-Deck. Auch wenn du im Plus bist, wenn sie kommt und du hast nichts, bist du tot. Weil sie einfach zweimal angreifen kann und enorm viel Schaden machen kann. Ja, also ich finde die Karte unfair, aber ja. Dann Gord, bestes Sargmonster. Sangan, bester Sucher. Und halt, wie gesagt, 2 Reaper. Die Reaper sind gut, weil du mit Hyperion schießt. Du schaffst halt oft Lockdowns. Halt, du kannst zum Beispiel Hyperion rausklatschen, Monster wegschießen, Reaper direkt und Handkarte und bist halt im enormen Vorteil. Also die ist ziemlich gut und ist halt dark. Und falls du nichts hast, bringst du dir auch ein bisschen Zeit. An Zauberkarten, ein Book of Moon, eine Mind Control, 2 Mystical, 3 Duality, eine Reborn, ein Heavy. Ich bin so froh, dass diese Karte wieder da ist. Sie macht das Spiel einfach viel skillreicher und besser. Nicht mehr so wie damals. 4 für Stone, 5 für Stone Go. Das ist einfach nur nervig. Darkhold. Und vor allen Karten. Ein TT. 2 BTHs. Auch wenn wir noch die Prio-Regeln haben. Was ist ziemlich gut, weil ohne Schutz geht es halt irgendwie doch nicht. Ein Drop Dash Shoot. Offensichtlich wieder, dass man die Karte spielt. Ein Urteil und 2 Solemn Warnings. Und nun zum Extra Deck. Wie gesagt, ein Gachi Gachi. Das Ding ist einfach so unfair. Ja, es ist einfach unfair. Mehr sage ich dazu nicht. Ein Leviathan. Man spielt sehr viele Dreier. Das heißt, Exceed, 2-5. Es kommt fast über alles rüber. Lever, der ist super. Da man mit Hyperion oft entfernt und Birdman wird auch entfernt, kann man mit dem zurückholen und weiter ein paar Faxen machen. Also das ist ziemlich gut. Ja, Trishula, Staple halt, Stardust,
Black Rose Amriam, Scrap Dragon, Heiliger Lindwurm, der ist gut, wenn der mal durchkommt, hat man eigentlich so gut wie gewonnen, weil der die Differenz, die du und der Gegner hast, bekommt der ein ATK dazu oder verliert und ja, mit dem geht sich sehr leicht OTK aus. Android spielen wir. Orientrache, Prionak, Katastor, Hyperlabyrinth und Chimerator for the Strain. Ja, das war das Fairy Deck. Ich hoffe, es hat gefallen und das war's von uns. Ciao, Leute.